es aber leider nicht. Ich zeig dir jetzt mal die Auffahrkeile. Oh mein Gott, die sind grün. Meine Lieblingsfarbe. Und die können wir schön klein zusammenbacken. Also das kommt das packen wir an den Reifen. Langsam, ich komme nicht mit, weil ich bin ein wenig langsamer im Denken. Und das kommt dann da hin, an den Reifen ran. Mhm. Und da fährt man dann so drauf und dann wippt es so hoch. Und wenn es dann hoch genug ist, wie man es haben will, dann tut man da das Grüne drunter. Und dann lässt man das Auto los und dann... Ah ja, und dann bleibt er in der Mitte stehen, oder? Genau. Da drin. Mhm. Das ist sehr schön. Ja. Und man soll da halt schöner hochfahren können, weil sie keine Stufen haben. Wie die andere Auffahrkarte haben oft so Absätze drin, weißt du? Ah ja. Mhm. Ja gut, die sind dafür länger, aber das, aber erstmal das Packmaß überzeugt, finde ich. Ja. Und die sind schön, schön grün. Ja, genau. Super. Extra für dich in grün gekriegt. Ja, danke. Ja. Ich fahre es zwar nicht auf, aber ich kann mir es angucken. Ja. Ah, super. Okay. Machen. Na also, geh doch. Aber frei. Ja, aber das ist jetzt auch nicht anders oder leichter oder schwieriger wie mit den anderen Rampen. Weiß ich nicht. Die sind innovativer, aber aussteigen, schauen musst aber nur. Es ging ja nicht nur ums Innovative, es ging auch ums Packmaß. Das ist Packmaß okay. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir das Auto auch wieder runterbekommen. Jetzt muss ich ein bisschen vorfahren, damit er wieder hochgeht, damit du den wieder rausziehen kannst. Mhm. Und wenn ich allein bin? Wird schwieriger. Muss man halt mit den anderen, gell? Muss ich doch ein. Vielleicht findet sich ein jemand. Ist das jetzt ein Aufruf? Der mir dabei hilft. So wenn er jetzt so um die 35 wäre, das wäre super. Da kann man mit zwei Personen. Du meinst, sitzen wir sind so wie Kontakt. Kontakt dran. Gut. Drauf ist, ja? Tschüss!